Hi und herzlich willkommen auf Renas Backwelt. Heute gibt es ein leckeres Wölfendessert, welches ich am liebsten zu Feierlichkeiten esse. Für die weiße Schicht, also die Milchcreme, nehme ich 500 ml Milch, 45 Gramm Speisestärke, 40 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker und 4 Eiweiß. Zuerst schlage ich das Eiweiß steif. So, den Eischnee stelle ich kurz zur Seite, fülle die restlichen Zutaten in einen Topf und verrühre sie gut, bis sich die Speisestärke aufgelöst hat. Dann stelle ich den Topf auf die Herdplatte und koche die Puddingcreme auf, bis sie andickt. Sobald das geschieht, nehme ich den Topf von der Kochstelle und hebe den Eischnee direkt unter den heißen Pudding. Die Creme fülle ich in eine Schale und lasse sie komplett auskühlen. Für die Weincreme nehme ich 250 ml Weißwein, 70 Gramm Zucker, 1 Esslöffel Speisestärke, 4 Eigelb und Saft einer halben Zitrone. Hier fülle ich nur alle Zutaten in einen kleinen Topf und verrühre alles gut miteinander. Dann stelle ich den Topf auf die Herdplatte und erwärme es auf mittlerer Hitze unter ständigen Schlagen, bis ein cremiger Schaum entsteht. Den Weinschaum verteile ich anschließend sofort auf der Puddingcreme und stelle das Dessert für mindestens 3 Stunden in den Kühlschrank. Jetzt bestreue ich es noch mit Schokoraspeln und serviere es. Dieses Wölfendessert ist total lecker. Probiert es unbedingt mal aus. Und jetzt sage ich nur noch Tschüss, bis zum nächsten Mal.